Das ist Baloo. Baloo ist ein einjähriger Terrier und sucht ein neues Zuhause. Seit 8 Wochen lebt er im Kasseler Tierheim Mauwau-Insel. Baloo ist neugierig, verspielt und liebt das Herumtoben im Freien. Von seiner neuen Familie erwartet der Terrier vor allem körperliche und geistige Beschäftigung. Baloo versteht sich gut mit Kindern, hat aber einen schwachen Magen. Er verträgt kein Dosenfutter und ernährt sich zurzeit von Reis und Lammfleisch. Er freut sich auf ein neues, fürsorgliches Daheim. Eine neue Familie sucht auch der 6 Jahre alte Richard. Der europäische Kurzhaarkater ist ein Schmusetiger. Richard ist mit dem sogenannten Katzen-HIV infiziert. Die Krankheit mit dem Namen FIV ist keine Gefahr für den Menschen. Allerdings schwächt sie Richards Immunsystem. Deswegen sollte der Kater in der Wohnung oder im Haus gehalten werden. Richard ist kinderlieb und der ideale Kuschelkater für die Couch. Der dritte im Bunde ist Siggi. Der Kater ist etwa 4 Jahre alt und kam als Fundtier in die Wau-Mau-Insel. Hier wurde er gepflegt, das verfilzte Fell wurde ihm abrasiert. Aufgrund einer Erkrankung des Blasentraktes muss er mit Spezialfutter gefüttert werden. Siggi ist sehr zutraulich, er sollte aber nicht zusammen mit anderen Katzen gehalten werden.